Es ist der 15. November. Herzlich willkommen bei Krone Live. Das sind unsere Themen. Justiz- und Verfassungsministerium haben Verschärfungen für das NS-Verbotsgesetz erarbeitet. Die geplanten Neuerungen umfassen die inländische Gerichtsbarkeit bei Taten im Ausland. So soll etwa auf einschlägige Postings im Netz reagiert werden können. Die Türkei macht eine Syrerin, die von militanten Kurden ausgebildet worden sein soll, für den Anschlag in Istanbul verantwortlich. Die Frau wurde mittlerweile festgenommen. Die kurdische Arbeiterpartei PKK teilte aber mit, dass sie nichts mit dem Anschlag zu tun habe. Tag 264 im russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Bei ihrer Ankunft in Cherson wurden die ukrainischen Soldaten von einer euphorischen Menge empfangen. Stadtbewohner umarmten die Truppen, schenkten ihnen Blumen und feierten bis in die Nacht. Neo-Chef Elon Musk verliert keine Zeit und baut Twitter so um, wie er es möchte. Dabei scheint er nach dem Try-and-Error-Prinzip vorzugehen, wobei der Error zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung überwiegt. Laut Medienberichten hat er nun die meisten externen Mitarbeiter gefeuert. In Tansania, Afrika, werden aus Ratten Menschenretter. Forscher bilden die Nager dazu aus, unter anderem in eingestürzten Gebäuden nach Überlebenden zu suchen. Dabei ist nicht von einer gewöhnlichen Ratte die Rede. Ja, und damit nochmal hallo und herzlich willkommen bei Krone Live. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mit mir im Studio meine Kollegin Conny Winiwater. Servus. Hallo Jana, schönen Dienstag wünsche ich Ihnen. Ja, am 6. Prozesstag rund um den Todesfall der 13-jährigen getöteten Leonie wurden gestern weitere Zeugen befragt. Die drei Angeklagten sollen die Jugendliche unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben. Dabei war die Dosis, die ihr die Afghanen verabreicht haben sollen, im Endeffekt tödlich. Die Anklage lautet daher Vergewaltigung mit Todesfolge. Geladen wurde gestern auch die Ex-Freundin von einem der Angeklagten. Sie soll laut Aussagen eines Zeugen in der Tatnacht auch in der Wohnung gewesen sein. Diese Version der Geschichte, die kam im sonstigen Prozessverlauf allerdings noch nicht vor. Die 22-jährige Frau sagte in einer polizeilichen Einvernahme, dass es in der Wohnung schlimmer als in einem Puff gewesen sein soll. Dort sollen noch viele andere junge Mädchen gewesen sein. Sie vermutet, dass sie dort waren, um Drogen zu kaufen. Ja, bis jetzt wurden an den insgesamt 6 Verhandlungstagen bereits Gutachter und andere Zeugen gehört. Sie alle belasten die drei Angeklagten schwer. Laut Sachverständigen hätten alle drei die 13-Jährige vergewaltigt. Sie wollen aber alle einvernehmlichen Sex mit dem Mädchen gehabt haben. Ja, die Drogen hätte sie außerdem selbst genommen. Die Todesursache war schließlich eine Überdosis MDA, mit der keiner der Afghanen etwas zu tun gehabt haben will. Ja, aus Panik hätten sie die tote Leonie dann auf einem Grünstreifen an einem Baum gelehnt. Ja, und nachdem die letzten Zeugen gehört und der Akt verlesen wurde, zieht sich der Senat zur Beratung der Fragen zurück. Es geht um jene Fragen, die die Geschworenen zur Beantwortung haben. Unter anderem gibt es oder gilt es zu entscheiden, ob es sich um eine Vergewaltigung mit Todesfolge oder doch um einen Mord handelt. Tag 6 im Prozess um den Tod der 13-jährigen Leonie. Die letzten Zeugen stehen vor dem Wiener Straflandesgericht. Unter ihnen die 22-jährige Ex-Freundin eines Angeklagten. Ein Zeuge wirft ihr vor, in der Todesnacht in der Wohnung gewesen zu sein. Beweise gibt es dafür keine. Die junge Frau hat aber sehr wohl mitbekommen, dass es in der Wohnung zu Drogendeals gekommen ist. Was sie aber im Vorfeld bei der Polizei gesagt hat, war, dass es in dieser Wohnung, wo eben zwei der Angeklagten gewohnt haben, war wie in einem Puff. Da werden immer wieder, wie gesagt, kleine, stinkende, verwahrloste Kinder ein- und ausgegangen. So hat es tatsächlich wortwörtlich gesagt. Besonders aufhorchen lassen die Aussagen eines Polizisten. So soll ein Zeuge, ein Bekannter der Täter, für seine Hilfe von der Polizei 1.500 Euro bekommen haben. Er habe dann aber weiter Geld verlangt und seine Geschichte auch der Presse verkauft. Die Angeklagten streiten währenddessen weiter ab, die 13-jährige Leonie vergewaltigt zu haben. Mein Mandant bereut, was hier passiert ist, aber er betont auch, dass er in einer Beziehung mit Leonie war und dass er hier sie so, wie sie angeklagt wurde, nicht vergewaltigt hat.
Ob die Männer nun wegen Vergewaltigung mit Todesfolge oder wegen Mordes verurteilt werden, wird sich bald zeigen. Als Eventualfrage wurde eben jetzt vom Senat, vom Gericht, die Frage unter anderem gestellt, war es ein Mord? Und zwar bei allen dreien. Und insofern werden die Geschworenen dann, wenn sie diese Fragen beantworten und sagen, das war keine Vergewaltigung und es war kein sexueller Missbrauch, dann war es eventualis eben unter Umständen ein Mord. Im Falle eines Schuldspruches muss der älteste Beschuldigte, der zum Tatzeitpunkt erwachsen war, mit einer Haftstrafe von 10 bis 20 Jahren oder lebenslang rechnen. Bei den beiden anderen geht es bei einer Verurteilung um bis zu 20 Jahre Haft. Am 2. Dezember findet der letzte Verhandlungstag statt. Dann wird das Urteil fallen. Wie alle Regeln des Zusammenlebens muss auch das Strafgesetz laufend an die gesellschaftlichen Veränderungen angepasst werden. Ja, und beim heimischen Verbotsgesetz sind Änderungen immer besonders heikel, weil Österreich die historisch begründete Verpflichtung hat, neonazistische Umtriebe im Keim zu ersticken. Ja, umso wichtiger ist es, bei Updates des Gesetzes strikt, aber auch differenziert vorzugehen. Die Regierung möchte dieses Verbotsgesetz jetzt aber verschärfen. Am Montag, also gestern, hat Justizministerin Alma Sadic und Verfassungsministerin Caroline Edtstädler genau das verkündet. Man muss wissen, das aktuelle Gesetz, das stammt aus dem Jahr 1947, also noch lange Jahre, bevor es uns zwei gegeben hat und auch noch lange, bevor es Facebook, Twitter und auch Telegram gegeben hat. Doch gerade dort finden aktuell die meisten Vergehen statt. Künftig soll es auch verfolgbar sein, wenn Judensterne getragen werden, etwa auch um eine vermeintliche Diskriminierung Ungeimpfter darzustellen, wie das ja im Rahmen von diversen Corona-Demonstrationen mehrfach vorgekommen ist, eben dass man sich stilisierte gelbe Sterne mit der Aufschrift ungeimpft auf die Brust geheftet hat. Ja, vor allem während Corona entpuppten sich Quarantäne, Krankenstände in Kombination mit mehr Freizeit und Social Media tatsächlich als fruchtbarer Nährboden für Antisemitismus. Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz gab es im Vorjahr 226. Das war ein deutlicher Anstieg gegenüber den Jahren davor. So waren es etwa 2019 und 2020 nur 151 bzw. 144 Fälle. Früher blieb man sogar im zweistelligen Bereich. So gab es etwa im Jahr 2015 nur 79 Verurteilungen. Das Verbotsgesetz soll modernisiert werden. Die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe haben Justizministerin Alma Sadic und Europaministerin Caroline Edtstädler am Montag vorgestellt. Desinformationen, Verschwörungsfantasien, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung sind heute wieder verstärkt wahrnehmbar. Sowohl auf der Straße, leider auch in den Schulen, am Stammtisch und natürlich auch sehr stark im Online-Bereich. Die inländische Gerichtsbarkeit soll ausgeweitet werden, um auch im Ausland gehostete Internetinhalte, die auf Österreich abzielen, ahnden zu können. Auch die Strafen für Verharmlosung sollen erhöht werden. Sie erinnern sich an die Corona-Demonstrationen, wo immer wieder Personen zu beobachten waren, die sich einen gelben, modifizierten Judenstern mit dem Schriftzug ungeimpft an ihre Kleidung geheftet haben und so mit sich mit im Dritten Reich verfolgten Jüdinnen und Juden verglichen haben. Und für uns ist alle klar, jegliche Verharmlosung des nationalsozialistischen Völkermordes und aller nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit des Holocaustes, auch wenn es nur eine Verharmlosung eines Teils oder Leugnung eines Teils des Holocaustes ist, ist zu bestrafen und darf nicht toleriert werden. Und deswegen werden wir auch das Gesetz entsprechend ändern, sodass diese Lücke geschlossen wird. Für Ersttäter soll es wiederum bei geringfügigen Delikten auch die Möglichkeit zur Diversion geben. Ich sage es noch einmal, null Toleranz. Und dennoch möchte ich betonen, dass es sehr oft junge Straftäter gibt, die mit der vollen Härte des Gesetzes hier zu Recht konfrontiert sind, die sich finden vor der größten Formation, nämlich dem Geschworenengericht, und wo bisher auch bei Erwachsenen insbesondere dann eine Diversion nicht möglich war. Auch das ist etwas, was ich als ehemalige Richterin betonen möchte. Auch wenn sie Erwachsene sind, ist es manchmal so, dass man ihnen eine Chance geben sollte. Und dass ich davon überzeugt bin, dass in manchen Fällen es mehr wirkt,
wenn ein Rundgang im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen auferlegt wird und daraus dann derjenige vielleicht Ableitungen macht oder gar ein Gespräch, solange das noch möglich ist, mit Zeitzeugen stattfindet, als eine bedingte, wenngleich auch vielleicht hohe Freiheitsstrafe. Um dies zu ermöglichen, soll ein Grunddelikt mit niedrigerem Strafrahmen geschaffen werden. NS-Devotionalien sollen in Zukunft auch dann eingezogen werden können, wenn sie nicht in Zusammenhang mit einem Strafverfahren stehen. Und für Beamte soll jegliche Verurteilung nach dem Verbotsgesetz einen Amtsverlust bedeuten. Ja, die Zahl der Geflüchteten, die steigt weiter stark an. Und ob dieser Zahl sieht Außenminister Alexander Schallenberg jetzt ein Systemversagen der EU? Er bedauerte, dass Diskussionen über die Migration in der EU immer wieder politisiert und auch emotionalisiert werden. Im Hinblick auf den jüngsten italienisch-französischen Streit habe man das Gefühl von täglich grüßt das Murmeltier, sagt Außenminister Alexander Schallenberg. Das System funktioniere nicht, die Diskussion von 2015 und 2016 wiederhole sich. Außenminister Alexander Schallenberg sieht angesichts steigender Zahlen von Migranten ein Systemversagen in der EU, wie er am Montag vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel betonte. Nun, manchmal hat man das Gefühl, es ist sozusagen täglich grüßt das Murmeltier, was die Migration betrifft. Also immer wieder Diskussionen haben sie schon 2015, 2016 haben. Eines ist klar, das System funktioniert nicht. Wenn wir in Österreich momentan wieder Zahlen haben, die höher sind als je zuvor und höher als alle Zahlen von den Nachbarstaaten, die auch größer sind, wir sind Nummer zwei europaweit pro Kopf, was die Anzahl an Asylanträgen betrifft. Wir sind aber umgeben von Schengen-Staaten, wir sind umgeben von EU-Staaten. Also es zeigt, das System funktioniert als solches nicht. Und daher, glaube ich, kann es auch keine Denkverbote geben. Man muss über alles reden. Und es ist bedauerlich, dass man immer wieder scheinbar hier keine Diskussion Sine Ira et Studio machen kann, sondern sie immer sehr politisiert und emotionalisiert wird. Aber es ist ein Problem, das wir alle in Europa teilen und wo ich finde, wir eigentlich gute Ideen schon am Tisch liegen haben. Die Kommission hat einen Vorschlag gemacht, der sehr gute Elemente beinhaltet, die auch wir schon 2018 als EU-Vorsitz auf den Tisch gelegt haben. Also es gäbe Material, um vorwärts zu kommen und eine Einigung zu erzielen. Die Ursache in der Migrationskrise der EU sieht Schallenberg in verschiedenen Interessen. Es gibt Staaten, die sozusagen die Personen, die bei ihnen anlanden, möglichst schnell weiterziehen lassen wollen. Und dann von Verteilung spricht, wenn man von Quoten spricht, ich halte das für einen falschen Zugang, da müsste man aber zum Schluss kommen, ja, da müsste man von Österreich jetzt übernehmen, da müssten wir einen auf dem europäischen Kontinent verteilen, weil wie gesagt, wir sind Nummer zwei europaweit, was Anzahl von Asylanträgen betrifft, pro Kopf. Aber ich glaube, diese Diskussion, solange wir sozusagen im ewigen Kreis sind zwischen Quoten und Nichtquoten, kommen wir nicht weiter. Und wir haben ja ein System, das wir damals genannt haben, Solidarität und Verantwortung, das ist es. Und damit könnte man eigentlich eine Einigung erzielen. Es ist halt eine Frage des politischen Willens und einige Mitgliedstaaten sehen keine Notwendigkeit, hier Kompromisse einzugehen. Ja, für den Anschlag, der sich am Sonntag auf der belebten Istanbuler Straße Isitiklal ereignete und der bisher sechs Menschen das Leben kostete, bekannte sich eine Frau aus Syrien verantwortlich. Sie will in dem Namen und in dem Auftrag der kurdischen Organisation PKK ausgeführt haben und von militanten Kurden ausgebildet worden sein, was die PKK am Montag nach Medienberichten dementierte. Istanbul und andere türkische Städte waren in der Vergangenheit vermehrt von politisch motivierten Anschlägen militanter kurdischer und auch islamistischer Gruppen erschüttert worden. Ja, bereits am Sonntag, also als die Explosion stattgefunden hatte, hat Präsident Erdogan Vergeltung für diesen Anschlag angekündigt. Ja, die PKK steht in der Türkei, Europa und den USA auf der Terrorliste und unterhält Stellungen in der Südosttürkei und im Nordirak. Ihr Hauptquartier liegt in den nordirakischen Kandilbergen. Die Regierung in Ankara geht regelmäßig gegen die PKK vor und unterhält seit 2016 auch Militärposten im Nordirak. Der seit 1984 andauernde Konflikt kostete bislang 10.000 Menschen das Leben. Ein Waffenstillstand scheiterte im Sommer 2015. In Istanbul werden am Sonntag sechs Menschen getötet und weitere 81 durch eine Explosion verletzt. Der vermeintliche Terroranschlag ereignet sich auf der Istiklal-Allee, einer belebten Fußgängerzone. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Moment, in dem die Bombe hochgeht. Ein heller Blitz, gefolgt von Rauch, der die gut besuchte Straße füllt. Vier Menschen sterben sofort, zwei weitere später im Krankenhaus.
Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht den Verstorbenen sein Beileid aus. Zuallererst möchte ich mein Beileid für die Menschen aussprechen, die bei der Bombenattacke in der Istiklal-Allee um ungefähr 16.20 Uhr ums Leben gekommen sind und wünsche den Verletzten baldige Genesung. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Erdogan vermutet hinter der Explosion einen Terroranschlag. Kesin olarak bu terördür. Es wäre falsch zu sagen, dass es sich zweifellos um einen Terroranschlag handelt, aber die ersten Entwicklungen und die ersten Informationen meines Gouverneurs deuten darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um Terrorismus handelt. Die ersten Erkenntnisse zeigen, dass eine Frau eine Rolle gespielt hat. Die besagte Frau sitzt angeblich mehr als 40 Minuten auf einer der Bänke in der Nähe. 1 bis 2 Minuten, nachdem sie aufsteht und geht, explodiert die Bombe. Das Innenministerium meldet, dass die verdächtige Person bereits verhaftet wurde. Die Frau mittleren Alters soll die Bombe platziert und danach ferngezündet haben. Es sollen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistan, kurz PKK, geben. Die PKK wird unter anderem von der USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Sollten sich die Terrorismusvermutungen bestätigen, wäre das der erste größere Bombenanschlag in der einwohnerreichsten Stadt der Türkei seit mehreren Jahren. Die letzten Angriffe auf Istanbul und andere türkische Städte werden in der Vergangenheit durch kurdische Separatisten, militante Islamisten und anderen Gruppen durchgeführt, unter anderem bei einer Reihe von Anschlägen in den Jahren 2015 und 2016. Bis jetzt hat sich niemand öffentlich zum Anschlag bekannt. Ja, und angesichts dieses schrecklichen Vorfalls haben wir uns mit Terrorexperten Dr. Nikolaus Stockhammer unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, wie ja gewöhnlich oder auch ungewöhnlich es ist, dass jetzt eine Frau diese Explosion, diese Bombe gelegt hat und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein weiterer Terroranschlag in nächster Zeit passieren wird. Also das ist absolut nicht unüblich und wir haben generell jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass es einen vermehrten Trend zu Attentäterinnen, vor allem im islamistischen Segment, gibt. Aber auch wenn wir schauen, die NSU, die rechtsextremistische Zelle in Deutschland, da gab es ja auch eine Frau, die eine federführende Rolle bei terroristischen Aktionen gespielt haben. Wenn man das jetzt aber so in der, ich sage es mal, saloppen Wahrnehmung sieht, sieht man eigentlich meist nur Männer? Halten sich die Frauen da mehr im Hintergrund oder warum ist das nicht so präsent? Das hat unterschiedliche Gründe. Natürlich gibt es Frauen sozusagen in verschiedenen Rollen bei der terroristischen Planung und Umsetzung, aber auch einen gewissen Vorbehalt, dass Frauen dann sozusagen diesen militärisch-operativen Part, wenn man so sagen darf, übernehmen und dann direkt die Bombe zünden oder am Abzug drücken. Das sieht man in unseren Breitengraden weniger. Wenn man aber jetzt zurückblickt auf die Blütezeit und Anführungszeichen des IS im sogenannten Kalifat gab es immer wieder Anschläge mit Frauen als Proponentinnen. Aber auch in Israel, quasi diese palästinensischen Hamas-Terroraktionen sind sehr häufig vorgetragen durch Frauen oder weibliche Akteure. Frauen könnten vermehrt bei der Umsetzung auch im Vordergrund stehen, zumal auch die Sicherheitsbehörden sich sehr stark auf männliche Akteure fokussieren und Frauen dann eher nicht so am Radar der Sicherheitsbehörden stehen in gewissen Zusammenhängen. Da kann es aus Sicht der Terroristen ein Vorteil sein, wenn Frauen hier aktiv werden anstatt der Männer. Warum fand dieser Anschlag in Istanbul statt? War das jetzt ein reiner Zufall oder wirklich bewusstes Kalkül? Also wenn es so ist, wie jetzt es derzeit den Anschein hat und auch der Verdacht nahelegt, dass die PKK dahinter steckt, ist das nichts Außergewöhnliches, weil Istanbul als die große Metropole der Türkei natürlich im Visier dieser Organisation steht, weil dort viele Menschen auf relativ engem Raum leben und man hier auch einen großen Effekt erzielen kann mit so einem Terroranschlag. Und man hat es gesehen, es ist natürlich so, dass auch medial dieser Vorfall sehr groß aufgegriffen wurde. Von Grund auf ist es so, dass Personen, die Terroranschläge verüben, sich immer wieder quasi, so wie man sagt, Mut antrinken, auch stimulieren durch Drogen, um die Hemmschwelle ein wenig herabzusetzen und auch Mut zu fassen, um so eine Tat auch auszuüben und zu verwirklichen. Also das ist nichts, was ich sagen würde, das selten zutrifft.
Wenn es sich herausstellen sollte, dass die PKK dahinter steckt, hat natürlich das Motiv, die türkische Regierung unter Handlungszwang zu bringen oder zumindest auf die Anliegen aufmerksam zu machen. Die Anliegen der PKK sind altbekannt. Da geht es sozusagen um Autonomie für die Kurden in den Kurdengebieten, die ja sozusagen nicht nur das Gebiet der Türkei betreffen, sondern auch Syrien und auch weitergefasst. Das heißt, wir haben da ein prinzipielles Thema, das politisch hier aufgeladen ist und natürlich, wenn dieser Zusammenhang sich erhärtet, hier so ein kleiner Puzzlestein in dieser Artikulation politischer Anliegen ist. Jetzt haben wir schon viel über diese kurdische Arbeiterpartei PKK gesprochen. Die Partei führt seit knapp 30 Jahren, seit 1984, eben einen Aufstand gegen die türkischen Behörden. Wir haben es schon angesprochen. Wie gefährlich ist jetzt diese Gruppierung? Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Die einen sagen, die PKK hat sich so sukzessive abgenutzt. Es gibt andere, die sagen, aufgrund der Erfolge der Kurden, der militärischen Erfolge in Syrien, dass sozusagen die PKK wieder Zulauf gewonnen hat. Ich denke, es ist eher im Bereich der letzteren Argumentation anzusiedeln. Aber auch hier muss man vorsichtig sein, weil man nicht sehr transparente Strukturen hat und auch in Europa eigentlich relativ wenig Kenntnis über die wahren Zusammenhänge dieser PKK vorherrschend sind. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt in der Türkei demnächst wieder etwas passiert, wenn man hier eben sich so stark durchsetzen möchte und ja klare Forderungen hat, die man einfordert, wahrscheinlich so lange, bis etwas passiert? Aus Sicht der Terroristen wäre der Augenblick günstig, also es ist das sogenannte Double-Hit-Szenario, wo man innerhalb kürzester Zeit wieder zuschlägt, vielleicht an einem ähnlichen Ort. Nach meinem Dafürhalten ist es trotzdem nicht so wahrscheinlich, dass das jetzt schnell wieder gelingt, weil jetzt die Sicherheitsbehörden in der Türkei selbstverständlich alles abriegeln und danach trachten, genau das zu verhindern. Also es ist eine Art Katz-und-Maus-Spiel und ich denke, dass in solchen Konstellationen eher die verteidigenden Kräfte im Vorteil liegen. Ja, der russische Außenminister Sergei Lavrov liegt laut Informationen der Nachrichtenagentur AP in einem Krankenhaus in Indonesien. Er sei zum G20-Gipfel, der heute in Bali startet, angereist und habe nach seiner Ankunft an Herzproblemen gelitten. Ja, das russische Außenministerium widerspricht dem Bericht. Drei indonesische Beamtinnen und Beamte hätten Informationen über seinen Gesundheitszustand bekannt gegeben, ohne dass sie dazu befugt gewesen seien. Sprecherin Maria Sacharowa bezeichnete die Meldung deshalb auch prompt als Fake. Sie veröffentlichte daraufhin auch ein Video von dem 72-jährigen Lavrov, das ihm im besten gesundheitlichen Zustand zeigt. Nach Angaben indonesischer Behörden wird der russische Außenminister Sergei Lavrov vor dem in Bali stattfindenden G20-Gipfel ins Krankenhaus für eine Untersuchung eingeliefert. Russland dementiert diese Meldungen. Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, filmt ein Video des Außenministers. Meine Güte, entschuldigen Sie mich, aber alle schreiben darüber, dass sie im Krankenhaus sind. Naja, seit 10 Jahren schreiben sie über unseren Präsidenten, dass er krank sei. Das ist kein neues Spiel in der Politik. Viele westliche Medien übernehmen die Meldung der Associated Press und bringen am Montag die Geschichte über die Hospitalisierung Lavrovs. Auf die Frage, was westliche Journalisten anders machen sollten, antwortet Lavrov wie folgt. Nun, westliche Journalisten sollten ehrlicher sein, als sie es sind, öfter die Wahrheit schreiben und ihre Berichte nicht nur auf einen Standpunkt bei Themen beschränken, bei denen Russland auf die eine oder andere Weise involviert ist. Und natürlich sind wir unseren Bürgern sehr dankbar für die Unterstützung unserer Außenpolitik, die vom Präsidenten bestimmt wird. Und wir versuchen, sie in allen Bereichen nach besten Kräften umzusetzen. Lavrov wird wie geplant am G20-Gipfel in Bali teilnehmen. Ja, und bei uns geht es jetzt mit weiteren spannenden Themen weiter. Islamforscher Walter Posch kommt zu uns und wir sprechen über die jüngsten Ereignisse in Istanbul und über die Arbeiterpartei PKK und wollen hier natürlich auch noch mal mehr erfahren. Außerdem werfen wir einen Blick in den Iran. Können die Proteste wirklich zu einer Revolution führen? Das alles besprechen wir in Kürze nach einer kleinen Werbeunterbrechung.
willkommen zurück bei Krone Live. Bei dem Bombenanschlag in Istanbul soll es eine Verbindung zur kurdischen Arbeiterpartei PKK geben. Ja, was steckt hinter dieser Gruppierung und wie gefährlich ist sie? Außerdem werfen wir einen Blick in den Iran. Können die Proteste der Beginn einer Revolution sein? Darüber spreche ich jetzt mit Islamforscher Walter Posch. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen. Ja, für den Anschlag, der sich am Sonntag in Istanbul ereignet hat, bekannte sich eine aus Syrien stammende Frau verantwortlich. Sie soll den Auftrag im Namen der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei, ausgeführt haben und von Kurden ausgebildet worden sein. Die PKK an sich weist aber alle Verantwortung, alle Vorwürfe zurück. Was hat es denn mit dieser Gruppierung auf sich? Ja, zunächst einmal ist die PKK eine relativ alte, eine sehr kommunistische Organisation, die also den kurdischen Nationalismus oder das Autonomiestreben der Kurden benutzt, um die eigenen ideologischen Ziele voranzutreiben. Und die ist jetzt sehr tief gespalten. Die hatte immer mehrere Branchen, ist aber jetzt sehr tief gespalten. Grob können wir sagen, wir haben als wichtige Zentrale im Irak das Kandilgebirge, wo die Kommandostrukturen sitzen. Dann ist Syrien sehr unabhängig mit der YPG, die ein formales Bündnis mit den USA hat. Und dann haben wir natürlich die allmächtige Europa-Organisation, die sehr stark über Intellektuelle, Akademiker, aber auch Wirtschaftstreibende kurdische Anliegen formuliert und auch politisch relevant ist mit sehr guten Beziehungen in die Politik rein. Das sind einmal diese drei Hauptbranchen. Die PKK ist nicht die einzige kurdische Organisation. Kurden, die sie unterstützen, tun es oft aus anderen Gründen. Was also sie Vertriebene wollen sich rächen am türkischen Staat. Die Organisation ist langlebig, aber sie ist jetzt extrem unter Druck gekommen. Sie war nie eine gute Stadtguerilla. Sie war immer am Land stark, hat auch von den Kämpfern überwiegend junge Burschen und Frauen aus der ländlichen Bevölkerung gezogen. Und muss sich jetzt eben auch entscheiden, einen konstruktiven Kurs gemeinsam mit den Amerikanern gegen den IS und gegen die ganzen islamistischen Gruppen in Syrien zu fahren. Das heißt aber auch pragmatisch zu sein. Und das heißt vor allem auch keine Provokation der Türkei gegenüber. Oder aber, und das wäre die Generation der jetzt langsam über 60, 70-jährigen alten Revolutionäre, die die 70er Jahre in der Türkei mitgemacht haben und die ja im September selbst Mandantentäter auf einer Polizeistation, aber eben auch in eine Kleinstadt geschickt haben. Also der Anschlag in Istanbul wäre eher ungewöhnlich. Die PKK arbeitet da meistens mit verbündeten Gruppen aus dem linksextremen Bereich und Anschläge haben ja den Sinn, dass eine Botschaft verkündet wird und das fehlt momentan. Also das ist das Irritierende. Man würde entweder von Islamisten oder von Linksextremen oder eben von der PKK irgendeine Erklärung erwarten. Und jetzt sind wir halt alle gespannt, was die türkischen Ermittlungen bringen. Und die PKK weist ja diese Verantwortung auch zurück. Ist das normal, dass man diese Verantwortung zurückweist oder könnte sie wirklich nichts damit zu tun gehabt haben? Das ist also sehr ungewöhnlich. Also entweder ist es das, was Sie gesagt haben, die haben nichts damit zu tun, oder aber sie sind bei Weitem nichts mehr so kohärent und nicht mehr so stabil und nicht mehr so geschlossen. Dafür würde einiges sprechen, wie sie das bisher waren. Unter den bürgerlichen Kurden waren sie ja immer sehr ambivalent vertreten, weil die gesagt haben, wir wollen einen Rechtsstaat und ein revolutionäres Regime oder eine revolutionäre Vorgangsweise, vor allem Anschläge bringen uns einen Rechtsstaat und den demokratischen Minderheitenrechten, die uns zustehen, keinen Schritt weiter. Und die PKK gilt ja in der Türkei, in Europa und auch in den USA als Terrororganisation. Wie gefährlich ist jetzt diese Partei? Naja, sie ist sehr präsent. Also die Kernkader gelten ja natürlich als Terrororganisation. Sie ist sehr effizient, vor allem auch in der politischen Propaganda. Aber viele ihrer Branchen sind sie ja nicht, sind ja legal. Und gerade die YPG, die eine Branche, ursprünglich eine Branche war, jetzt eine sehr selbstbewusste Branche, da gibt es ein großes Setup, da gibt es auch eine demokratische Partei, da gibt es halt auch die Tatsache, dass das syrische Projekt der PKK, PYD und YPG, wie die militärischen Einheiten heißen, halt im Verhältnis zur Region immer noch das demokratischste ist. Das sind also diese Widersprüche, die man sich aus europäischer Sicht bis jetzt nie, denen man sich nie gestellt hat und denen man langsam einmal einer Lösung zuführen müsste, die eigentlich unmöglich ist, weil auf der einen Seite eben die PKKs von den USA sogar neben der FARC als einzige narkoterroristische Gruppe geführt wird und auf der anderen Seite
ohne die Branchen in Syrien und ohne die Frauenverbände wäre ganz Nordsyrien kollabiert und dem IS in die Hand gefallen. Also das ist eine widersprüchliche Situation, wo wir wissen, dass die YPG und die PYD eben durch ihre Kontrolle über Flüchtlingslager und so weiter halt doch auch einen Beitrag zur europäischen Sicherheit leisten. Mhm. Und Präsident Recep Tayyip Erdogan nahm ja diese Kondolenzwünsche aus der USA auch nicht an. Die USA unterstütze Terrororganisationen in Kobane und nähre dadurch den Terror, das begründet er so. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Wieso, was hat die USA damit zu tun? Na, die USA in Syrien kooperieren offen mit der YPG. Das ist die Yekinen Parastina Gel, also die Volksverteidigungseinheiten. Das ist eine PKK-Branche. Aber die haben sich eben aufgrund der Tatsache, dass sie mit den USA kooperieren, aufgrund der Tatsache, dass sie westliche Hilfe brauchen, verhalten die sich weit weniger aggressiv, auch hinsichtlich der Türkei, weil die sagen, wir müssen in Syrien etwas zustande bringen. Und und benimmt sich immer mehr, ja, sagen wir mal, kurdisch-nationalistisch und weniger jetzt global kommunistisch, sodass darin die Provokation für die Türkei liegt. Und es bleibt natürlich eine Inspirationsquelle für viele kurdische Aktivisten, aber auch für viele linke Aktivisten weltweit, die haben gute Beziehungen zu den Zapatisten und so weiter nach Mexiko hin, dass die türkische Staatsführung das von vornherein als Ärgernis betrachtet hat und den USA vorwerfen, ihr betreibt ein Doppelspiel, vor Ort kooperiert sie mit denen. Und es ist nicht ganz ohne Ironie, wenn man dann amerikanische Special Forces unter Sichel und Hammer sieht oder unter dem Roten Stern. Mhm. Blicken wir zum Iran. Es gab in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder Proteste im Iran, wo man gedacht hat, jetzt ist der Moment gekommen, dass es nicht mehr so weitergeht. Zum Beispiel im Jahr 1999 die iranischen Studentenproteste, im Jahr 2009 nach der gefegten Wiederwahl des Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Aber trotzdem, diese Proteste wurden bisher immer aufs Brutalste zurückgeschlagen. Könnte es diesmal anders verlaufen? Diesmal ist so viel offen, weil so viele Parameter vom Iran und von der normalen Iran-Analyse nicht mehr stimmen, weil sich die Gesellschaft verändert hat, weil sich die Politik und weil sich die politischen Rahmenbedingungen verändert haben. Aber es sind mehrere Punkte, die dieses Mal wirklich ganz anders sind. Kurz zu 99, die Studentenproteste, die waren eigentlich relativ schnell unter Kontrolle. Und da hatte eigentlich der Revolutionsführer dann die übereifrigen Zeloten eingebremst. 2009 war schon eine sehr ernste Krise, weil das, was wir gesehen haben, ja die Krise in der Öffentlichkeit war, also die Proteste gegen die Wiederwahl. Es ging aber viel tiefer, es war das Regime in sich gespalten. Da ging es um einen alten Richtungsstreit, den die im Prinzip seit 1982 haben. Und das ist bis in den Sicherheitsapparat reingegangen und war also sehr gefährlich, aber eher in der Form, dass eine Gruppe die andere auslöscht und nicht in der Art, dass jetzt das Regime als solches zusammenbricht. Jetzt ist aber was Besonderes da. Zunächst einmal ist etwas passiert, was wir so in dieser deutlichen Art bisher nicht hatten, nämlich eine wirkliche Solidarisierung weit über Grenzen der Konfession, der Volksgruppen und der Geschlechter hinweg, die es in dieser klaren Art und Weise bis jetzt nicht gegeben hat. Also die Kopftuchproteste der Frauen, nicht nur, dass also da jetzt zum ersten Mal eine riesige Welle durchs Land geht, nicht in dem Sinn, dass jetzt Millionen Iranerinnen das Kopftuch ablegen, aber den Punkt machen, da geht es nicht darum, dass mein Lebensstil oder dein Lebensstil der bessere ist oder du Unrecht hast, sondern ich als Frau will eine Wahlfreiheit haben, ob ich das Kopftuch aufsetze oder nicht. Und das ist etwas, und ich glaube, auch der Grund, warum das Regime jetzt bei aller Brutalität noch nicht ganz zugeschlagen hat, weil das eigentlich der Mainstream auch unter den Islamistinnen ist. Das ist also, die sagen, ich nehme das Kopftuch, aber ich zwinge doch nicht, ich kann auch niemanden zum Beten zwingen. Sogar Ahmadinejad hat das gesagt. Also das ist eine veritable ideologische Krise, wo es nur mehr ein gewisses Element im Regime, die dann aber auch nicht zufällig, sondern bewusst die Sittenpolizeistellen dahinter steht und die sagen, das Kopftuch ist auch Zeichen, das gezwungene Kopftuch ist Zeichen unserer Macht und unseres sozialen Aufstiegs, dass wir es denen anderen beweisen und wir die kontrollieren können. Das ist also
hat ein Element und mit dem System hat, das System hat man satt, landesweit. Das Zweite ist, dass es eine konfessionelle Dimension angenommen hat. Die sehr geduldigen sunnitischen Muslime Irans, ihre religiösen Führer, beschweren sich jetzt bitter über Herrn Khamenei, über die Regierungsführung, über die Diskriminierung. Denken Sie nur daran, das Land hat ein Drittel Muslime und, ein Drittel Sunniten. Und von den Sunniten darf niemand eine Führungsfunktion in der Polizei übernehmen. Die sind von vornherein aus dem Sicherheitsapparat ausgeschlossen. Die sind auch von vornherein, weil sie in marginalen Provinzen sind, ausgeschlossen, in der Wirtschaft eine größere Rolle zu spielen. Und da kommt jetzt der dritte Punkt dazu. Es spielt sich auch ethnisch ab. Alle Volksgruppen, die Sunniten sind, haben eben niemanden in Teheran, der für sie intervenieren kann. Und das haben wir dann halt auch gesehen, dass Mahsa Amini, Mahsa Jinaya Amini, die war ja Kurdin, Sunnitin, Frau, bei der sind dann alle drei Elemente zusammengekommen. Und da hat dann der Führer der Sunniten aus Balochistan, aus der Wüste, also sehr fundamentalistische, sehr strenggläubige Gegend gesagt, das ist so typisch für dieses Land. Leute von uns, auch wichtig, dass er eben da eine Frau deutlich aussagte, gehört zu uns, wir sterben einfach im Polizeigewahrsam. Und bei den Kurden genauso, die haben sich da, und diese Solidarität ist jetzt nicht neu, aber dass sie so wirkmächtig ist, ist das Besondere, dass jetzt auf einmal säkulare Frauen aus Teheran sagen, wir sehen euer Leid im Sudan und Balochistan, wir sehen euer Leid in Kurdistan, dass sunnitische Fundamentalisten sagen, wegen einem Kopftuch jemanden umzubringen, ist ja wohl das Letzte, das ist eine private Angelegenheit. Da sehe ich eigentlich, dass der Fortschritt der iranischen Gesellschaft schon viel weiter ist, als das Regime zugeben will und als auch die Reformkräfte zugeben wollen. Mhm. Also die sind jetzt vollkommen weg, es ist jetzt das nackte Regime, der härteste Teil des Regimes und die Zivilgesellschaft, die aneinander geraten und jetzt wird es verhandelt und gedroht. Momentan schaut es sehr schlecht aus. Haben die Wahlen? Naja, die Wahl des Regimes könnte jetzt sein, wirklich zuzuschlagen. Nehme ich an, dass das passieren wird. Aber dann wird ja das Problem nicht gelöst, weil ich kann ja auch mit Gewalt ein ideologisches Problem, dass die Frauen das Kopftuch ablegen, nicht lösen. Und bei den Volksgruppen schaut es dann so aus, dass die bis jetzt unbewaffneten, friedlichen, sunnitischen Gruppen, wir reden immerhin von einem Drittel der Bevölkerung Irans, dann halt nicht mehr so friedlich sein werden. Und das angesichts der Tatsache, dass es der Islamischen Republik bis jetzt gelungen war, die Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten im Land eigentlich recht gut zu managen. Besser als zum Beispiel der Irak. Ja, also es geht bei den Protesten, was ich da jetzt rausgehört habe, ja nicht nur allein ums Kopftuch der Iranerinnen, sondern um das ganze System, um die Repressionen und die Politik auch. Man kann auch das so sehen, es geht eigentlich um Ideologie. Mhm. Man will keine Ideologie, die die Gewalt von Staats wegen sanktioniert und den normalen Bürger, die normale Bürgerin demütigt. Mhm. Wenn Sie sich das Video anschauen, wo die Mahsa Jinaya Amini da von dieser Polizistin abgekanzelt worden ist, da hat man das auch gesehen, die Dame hatte ja kurdische Tracht an, das hat die auch gestört. Mhm. Das waren also nicht nur, dieses Zusammengehen durch diese Ideologie, und Ideologien tun ja normalerweise immer Menschen diskriminieren. Und im Iran sind das halt über die Hälfte der Bevölkerung, die diskriminiert wird. Aber inwiefern hat es mit einem Religionskrieg zu tun, weil die iranischen Behörden konstruieren ja das auch in diese Richtung. Ist das ein Krieg gegen Gott oder ist es das eigentlich nicht? Das ist ein rhetorisches Problem. Das ist das der Fachausdruck heißt Moharib, also jemand, der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Die sind an sich, das klingt sehr theologisch. Wir haben uns das einmal genauer angeschaut, diese Feindschaft gegen Gott und so weiter. Im Prinzip sind das normale Staatssicherheitsgesetze, wo so ein paar Koransuren darüber geschrieben haben. Die sagen, das ist ein Staat mit einer Ideologie und wer sich gegen die Ideologie stellt, ist ein Feind. Und nachdem die Ideologie theologisch und religiös begründet wird und nicht jetzt sagen wir marxistisch oder säkular, ist dann die Feindschaft gegen Gott. Das heißt, wir, das Regime, erklären uns für göttlich im Endeffekt und wir schlagen zu gegen jeden, der sich gegen uns wendet. Eine Zeit lang unter Khatami ist dieser Paragraph so interpretiert worden, dass jede
separatistische Tätigkeit, also wenn sagen wir, jemand sagt, wir wollen, dass unser Teil des Landes unabhängig wird und sich aus dem, vom Iran abspaltet, dass man das auf das beschränkt hat, also gegen Separatismus, dann war das auch eine normale Staatssicherheitsgesetzgebung mit islamischen Schnörkeln. Jetzt ist es also so, dass es vollkommen auf die Regimesicherheit ausgeweitet ist und sogar noch verhärtet worden ist und wird damit auch zur stumpfen Waffe. Das ist so, wie wenn man einen militärischen Ausnahmezustand für überall ernennt und das über Jahre macht, dann wird diese Waffe auch stumpf. Mhm. Die EU will ja jetzt auch weitere Sanktionen gegen den Iran verhängen. Wird das was helfen? Das hängt davon ab, was man will. Wenn es jetzt darum geht, mir ist jetzt nicht ganz klar, was die EU konkret erreichen will. Wenn es darum geht, jetzt Menschen aus dem Gefängnis zu bekommen oder Folter zu stoppen, dann fürchte ich, wird das ein nicht sehr effizientes Mittel zu sein. Wenn es darum geht zu sagen, wenn man davon ausgeht, dass das Regime beim Zusammenbrechen ist und jetzt wollen wir verhindern, dass Mörder und Vergewaltiger ihren Reichtum sicher in die EU transferieren und dann sich mit ihren Verwandten nach Europa aufmachen, dann macht das sehr wohl Sinn. Dann macht das also wirklich sehr wohl Sinn. Schallenberg sprach ja gestern auch in Brüssel davon, es ist zu befürchten, dass es jetzt noch sehr blutig wird im Iran. Und in der Tat, es gab jetzt am Sonntag das erste offizielle Todesurteil in Zusammenhang mit diesen Protesten. Mhm. Wie blutig kann es denn hier noch werden? Was denken Sie? Also das ist jetzt insoweit schwer zu sagen, weil wir von außen her die momentane Konstellation des Sicherheitsapparates nicht ganz sehen. Wir sehen, dass Einheiten dauernd dort sind. Wir wissen, dass bei den Revolutionsgarden eine Reform im Gange ist, deren genaue Zielsetzung vor der Hand einmal nicht erkennbar ist, aber halt sehr stark mit innerer Sicherheit. Was natürlich passieren kann, ist, wenn es einen ethnisch-konfessionellen Charakter annimmt, dass es dann in den Kurdengebieten bei den Balutschen ganz blutig wird. Vergessen wir nicht, Balutschistan ist das Ärmste, die Ärmste aller iranischen Provinzen. Die Leute haben nichts mehr zu verlieren. Und sie ist neben Afghanistan und Pakistan mit einer relativ durchlässigen Grenze. Das heißt, die Leute können sich auch bewaffnen, beziehungsweise sind sie das schon. Also das kann das dann. Und der Kampf, nachdem der Sicherheitsapparat überwiegend aus Persern und Aserbaidschanern, und, die alle schiitisch sind, besteht, nimmt dann eine sehr brutale Volksgruppendynamik an, bei der dann Sachen in Bewegung kommen, die in Generationen erst gestoppt werden können. Das wäre durchaus möglich. Das wäre durchaus möglich mit allen Konsequenzen, Flüchtlingsströmen und so weiter. Und das andere in Teheran, da ist das Regime natürlich stärker, kennt ja jeden Straßenzug sehr gut. Da ist natürlich zu befürchten, dass der Kampf oder die Unterdrückung auch dazu benutzt wird, um die Diadochenkämpfe, also die Nachfolgekämpfe für Herrn Khamenei, der jetzt ja bald in ein paar Jahren 90 wird, schon auszufechten. Das heißt also, dass nicht nur die Unruhe bekämpft wird aus ihrer Sicht, weil man sagen kann, gut, das autoritäre Regime schlagen gegen Unruhen zu, sondern das benutzt wird, um sich für die Nachfolge von Ayatollah Khamenei vorzubereiten, indem man möglichst viel von Sicherheitsapparat und in dem Zusammenhang den Wirtschaftskonglomeraten für sich besetzt. Das heißt also, wir haben dann eine Vermischung von 3, 4 Krisen, die nur in eine Eskalation weiterführen kann, weil ist man mit A fertig, hat man noch B und C zu bekämpfen und das sind dann oft die eigenen Leute. Und diese Phase des Zusammenbruchs eines Regimes, das haben wir ja öfters gesehen, wenn sagen wir, eine Ideologie dann kränkelt und keiner mehr dran glaubt, aber das Einzige ist, wie man Macht und Machtausübung rechtfertigen kann. Mhm. Und ist man sich intern in diesem Regime über diese Eskalation bewusst? Ja, die sind sich sehr. Die haben eine sehr klare Selbstverständlichkeit und es sind zwei Hauptnarrative. Der eine ist der islamistisch-revolutionäre, wo man sagt, wo diese Leute vor allem, die auch für den Tod und für diese Sittenpolizei Brutalitäten zuständig sind, die sagen, die Revolution ist noch nicht fertig, wir sind ja mit dem Umbau der Gesellschaft noch nicht fertig und eigentlich ist es gut, wenn es jetzt eine Krise gibt, weil wir die ganzen Pseudoliberalen und eher traditionell Konservativen, also gerade der Klerus, der ist ja da an sich so, jetzt haben wir gewonnen, jetzt richten wir es uns gemütlich ein, dass die dann unter Druck kommen, das ist denen ganz recht. Und der zweite Narrativ, der kommt vor allem von der Armee, deswegen war das jetzt so bedeutend, dass der iranische Präsident direkt mit der Armee
Armee gesprochen hat für Belange der inneren Sicherheit, was nicht ihre Aufgabe ist an sich, dass die Armee gesagt hat, sobald die heiligen Grenzen des Irans in Gefahr sind, also Separatismus, schlagen wir zu. Da greifen wir die Maßnahmen, auch wieder vor dem Hintergrund, ihr Revolutionsgarden schafft es ja nicht, wir sind dann die Chefs. Und das birgt alles in sich ein riesiges Eskalationspotenzial. Solche Probleme hat Herr Khamenei bis jetzt immer gelöst mit seiner Ausgleichspolitik. Er ist ja einer der ältesten Staatschefs, glaube ich, weltweit. Aber das geht halt nicht unbefristet. Mhm. Vielen Dank, Herr Posch. Die Zeit ist leider um. Danke für das interessante Gespräch. Danke vielmals. Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit der Krone-Blatt-Besprechung. Was steht heute in der Kronenzeitung? Das schauen wir uns jetzt an. Ich befinde mich schon in der Redaktion mit meinem Kollegen Christoph. Guten Morgen. Morgen. Eine neue Verkehrsordnung bringt Ärger und Frust. Ja, man, glaube ich, erlebt es ja selber im Alltag, ob man jetzt auf zwei Rädern oder vier Rädern im Straßenverkehr unterwegs ist. Die Aggression steigt, ganz einfach, sind sicher auch die Alltagssorgen, aber eben auch diese neue Straßenverkehrsordnung, die eben besagt, die eben sehr viele Rechte für Radfahrer bringt, auch teilweise mit Nebeneinanderfahren, wo Lenker gar nicht ausweichen können. Also da steigt die Aggressivität und hinzu kommen die, wie wir sie nennen, Klimakleber sozusagen, die Aktivisten, die sich auf der Straße ankleben und sehr viele Leute auf dem Weg in die Arbeit behindern, teilweise auch in Deutschland eben auch Rettungseinsätze behindern. Da ist jetzt eine Diskussion aufgeflammt, ob man nicht gleich Haftstrafen verhängen soll, weil derzeit ist ein Verwaltungsdelikt. Man kann natürlich, wenn man es nicht zahlt, ins Gefängnis gehen, aber da sind große Diskussionen im Gange und man merkt Teuerung, Krieg, Straßenverkehrsordnung, also im Straßenverkehr brodelt es. Sehr ärgerliche Themen. Kommen wir zum nächsten. Ja, wie gesagt, es war kein guter Tag für Putin, da kommen wir auch dann noch einmal später hinzu. Eine aufsehenerregende Aktion in der Tenniswelt hat für Furore gesorgt, nicht nur dort, sondern überall auf der Welt. Andrei Rublev hat nach seinem Sieg gegen seinen russischen Landsmann Andrei Medvedev in die Kamera geschrieben: Frieden, 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 das ist alles, was wir brauchen. Und ich glaube, das ist die Botschaft des Tages. Es ist einfach so, wir brauchen Frieden. Und das bringt uns zu den nächsten Themen, dann, wenn wir auf die Weltpolitik schauen. Kommen wir dazu? Ja, also kein guter Tag, mal zwei für Präsident Putin, Russlands Präsident. Biden und Xi haben sich beim sogenannten G20, also die 20 größten Industrienationen in Asien, zum ersten Mal getroffen und rote Linien, wie sie sagen, abgesteckt. Und unter anderem haben sie auch die Atomdrohung von Russland verurteilt. Also auch China rückt, der letzte Verbündete, jetzt bleibt nur mehr Iran, rückt immer mehr von Russland ab. Und was auch spannend ist, die G20 haben sich zu einer Erklärung durchgerungen, dass sie den Krieg verurteilen. Zusätzlich war am selben Tag, Russland hat ja unter anderem Kherson annektiert und für russisches Staatsgebiet erklärt, war Präsident Zelensky, also Ukraines Präsident Zelensky, in der befreiten Stadt. Ukrainische Nationalhymne hat sich feiern lassen und der Kreml war sehr schmallippig, hat halt gesagt, das bleibt weiter russisches Staatsgebiet. Die Armee, die russische, hat sich ja bekanntlich über den Fluss zurückgezogen ans andere Ufer, weil sie sonst eingekesselt worden sind. Also Russland ist auf allen Ebenen unter Druck. Und ja, wir hoffen, dass irgendwelche Signale jetzt auch Richtung Frieden, das wäre Richtung Weihnachten, ein schönes Zeichen einmal auch kommen. Das auf jeden Fall. Christoph, danke dir. Und ich gehe wieder zurück ins Studio. Vielen lieben Dank, Christina, für dieses Update. Ja, und wie Ratten zu Lebensrettern werden können, das sehen wir uns nach einer kurzen Werbeunterbrechung an. Bis gleich.
Willkommen zurück bei Krone Live. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am Montag die jüngst wieder eroberte Stadt Cherson besucht. Wir kommen voran, sagt er einem Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Wir sind bereit für den Frieden, Frieden für unser ganzes Land, heißt es da weiter. Zelensky bedankte sich bei der NATO und anderen Verbündeten für ihre Unterstützung im Kampf gegen Russland. Schon jetzt herrschen Winterbedingungen mit mehr Regen und auch deutlich mehr Winden sowie Schneefall. Ja, das würde dazu führen, dass die ohnehin schon niedrige Moral der russischen Streitkräfte vor zusätzlichen Herausforderungen stehen würden, hat zumindest das britische Verteidigungsministerium gestern erklärt. Ja, es war der erste UN-Konvoi, der die Menschen in Cherson erreichte, seit Russland die Stadt Anfang März überfallen und eingenommen hat. Nach Angaben der Vereinigten Nationen sind Wasser und Strom in Cherson knapp. Auf Märkten fehlt es an Nahrungsmitteln und Krankenhäusern und Arztpraxen haben nicht genügend Medikamente. Weitere Konvois seien für die nächsten Tage geplant. Ja, und vor ihrem Abzug aus Cherson haben russische Soldaten nach ukrainischen Angaben systematisch geplündert. Die Rede ist von Haushaltsgeräten, von Handymasten und Kunstgegenständen. Und sogar vor einem Waschbären und vor einem Lama wurde nicht Halt gemacht. Das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal in dem Beitrag an. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky beschuldigt Russland wegen über 400 aufgedeckten Kriegsverbrechen. Ermittler haben etliche Leichen von Soldaten und Zivilisten in den von der russischen Besatzung befreiten Gebieten der Region Cherson gefunden. In der Region Cherson hat die russische Armee die gleiche Grausamkeit hinterlassen wie in anderen Regionen unseres Landes, in die sie eindringen konnte. Wir werden jeden Mörder finden und vor Gericht stellen. Und das ohne jeden Zweifel. Vor ihrem Abzug aus der südukrainischen Stadt haben russische Soldaten nach ukrainischen Angaben auch systematisch geplündert. Die Rede ist von Haushaltsgeräten, Handymasten, Kunstgegenständen und einem Waschbären. In dem Clip, der offenbar im Zoo von Cherson aufgenommen wurde, packt ein Russe in Tarnanzug den Waschbären am Schwanz und wirft das Tier unter heftiger Gegenwehr in einen Käfig. Der Mann, der sich den Waschbären schnappt, ist offenbar kein Unbekannter. Bei ihm dürfte sich um Oleg Subkov handeln, den russischen Direktor des Taigan-Zoos auf der Krim. Die Kämpfe in der ostukrainischen Region Donetsk sind sehr intensiv, wie auch schon in den letzten Tagen, und die russischen Angriffe haben nicht nachgelassen. Das Ausmaß der russischen Angriffe hat leider nicht abgenommen. Und unsere Widerstandsfähigkeit und unser Mut sind auf dem höchsten Stand. Wir werden sie nicht durch unsere Verteidigung lassen. In 226 Siedlungen, von denen mehr als 100.000 Einwohner betroffen sind, sind Stabilisierung und Wiederherstellung des Rechts erreicht worden. Verhaftungen von russischen Soldaten und Söldnern sind im Gange. Wie Sie sehen können, nehmen die Leute jetzt sehr viel Nahrung zu sich, weil es hier nichts gab. Aber es gibt eine gute Nachricht. Sie sagen, sie haben noch Gas. Das ist gut. So können sie den Winter überleben. Jetzt werden wir sie mit Lebensmitteln versorgen. Der Rückzug war der dritte große russische Rückschlag in diesem Krieg, bei dem eine so große besetzte Stadt angesichts einer großen ukrainischen Gegenoffensive die Teile des Ostens und des Südens zurückerobert hat. Ja, und bei uns geht es jetzt mit einem ganz anderen Thema weiter. Nach den ersten Tagen bei Twitter fragen selbst seine Fans: Ist Elon Musk jetzt total verrückt geworden? Seit Elon Musk Twitter gekauft hat, hat er keine Zeit vergeudet, um den Dienst nach seinen Vorstellungen umzubauen. Ja, wie dieses genau dann aussehen soll, das weiß wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur Elon Musk selbst. Die einzige Dramaturgie, die man vielleicht aus seinen Handlungen jetzt ablesen kann, ist die Strategie von Try and Error, obwohl hier zumindest in der Öffentlichkeit
öffentlichen Meinung und auch in der Meinung der Fans von Twitter Error dann ja doch deutlich überwiegt. Wir wissen ja, Musk feuerte die Hälfte der Mitarbeiter. Einige hat er dann wieder zurückgeholt, als er draufgekommen ist, oh, da ist vielleicht auch der eine oder andere dabei, den ich noch brauche. Das Blatt, das wendet sich jetzt aber auch angesichts dieses ja sehr sonderbaren Führungsstils. Einige Mitarbeiter werfen jetzt nämlich selbst das Handtuch, sie kündigen. Und auch das ist ja durchaus bitter, denn viele davon braucht man sehr, sehr dringend, um das Unternehmen aufrechtzuerhalten. Ja, Musk führte einen zweiten Verifizierungshaken ein und nahm ihn schon Stunden später wieder zurück. Er verlor innerhalb von 2 Tagen so viele Anzeigenkunden, dass er kurzfristig sogar Tesla-Aktien im Wert von fast 4 Milliarden Dollar verkaufen musste. Ja, Geld verdienen will er, indem er den Dienst kostenpflichtig macht und dabei gleichzeitig die Nutzerbasis, und jetzt halten Sie sich fest, auf 80% der Menschheit ausbaut. Zurzeit sind es etwa 4%. Elon Musk kündigt viele Erneuerungen und vermeintliche Innovationen für den Microblogging-Dienst Twitter an. Eine davon, $8 pro Monat für den blauen Haken neben dem Namen. Das begehrte blaue Häkchen war bisher verifizierten Konten von Politikern, berühmten Persönlichkeiten, Journalisten und anderen Personen des öffentlichen Lebens vorbehalten. Anfang letzter Woche wurde jedoch eine kostenpflichtige Abonnement-Option eingeführt, die Twitter helfen soll, seine Einnahmen zu steigern, da Musk darum kämpft, Werbekunden an sich zu binden. In der Realität geht die Idee des reichsten Mannes der Welt aber nach hinten los. Gefälschte Konten, die im Namen von Nestle, Roblox und sogar Tesla twittern, schießen aus dem Boden. Der Arzneimittelhersteller Eli Lilly entschuldigt sich, nachdem ein gefälschter Account twittert, dass Insulin kostenlos sei, was zu politischen Reaktionen und Untersuchungen der hohen Medikamentenpreise führt. Am Donnerstag warnt Musk in seiner ersten unternehmensweiten E-Mail, dass Twitter nicht in der Lage sein werde, den bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwung zu überleben, wenn es nicht gelinge, die Abonnement-Einnahmen zu steigern, um die sinkenden Werbeeinnahmen auszugleichen. Viele Unternehmen, darunter General Motors und United Airlines, stornieren ihre Werbung auf der Plattform seit der Übernahme durch Musk. Letzten Freitag zieht man die Reißleine. Twitter bestätigt, dass das $8-Abonnement für die Verifizierung wieder eingestellt wird. Die Kehrtwende ist Teil der chaotischen 2 Wochen bei Twitter, seit Musk die Übernahme für $44 Milliarden abgeschlossen hat. Musk hat fast die Hälfte der Twitter-Belegschaft entlassen, den Vorstand und leitende Angestellte abgesetzt und den Konkurs von Twitter in Aussicht gestellt. Die US Federal Trade Commission erklärt am Donnerstag, sie beobachte Twitter mit großer Sorge. Ja, und wieder ein ganz anderes Thema haben wir jetzt für Sie. Hamsterratten in Afrika können bereits Landminen im Boden aufspüren und Tuberkulose beim Menschen erschnüffeln. Ja, Ratten schaffen es, Landminen in 20 Minuten 200 Quadratmeter zu durchkämmen. Ein Techniker mit Metalldetektoren braucht dafür bis zu 4 Tage. Und jetzt sollen die Nager in eingestürzten Gebäuden auch noch Überlebenden suchen. In Tansania trainiert eine belgische NGO die Tiere bereits und legt auch große Hoffnung in ihre Spezialausrüstung. Da Ratten kleiner und wendiger als Menschen sind, will man sie vor allem in eingestürzten Gebäuden einsetzen, um eben Opfer zu suchen und im besten Fall zu finden. Ja, noch befindet sich das Training im Anfangsstadium, aber erste Ergebnisse sollen vielversprechend sein. In Tansania, Afrika, werden aus Ratten Menschenretter. Forscher bilden die Nager dazu aus, unter anderem in eingestürzten Gebäuden nach Überlebenden zu suchen. Dabei ist nicht von einer gewöhnlichen Ratte die Rede. Die Rattenart, mit der wir arbeiten, heißt afrikanische Riesenbeutelratte. Sie ist in Afrika südlich der Sahara beheimatet. Sie ist viel größer als die typische Ratte, die Sie vielleicht anderswo gesehen haben. Sie kann zwischen 1000 und 1500 Gramm wiegen. Der Hauptgrund ist, dass sie relativ langlebig sind. Eine durchschnittliche Ratte, wie man sie im Vereinigten Königreich kennt, lebt in der Regel 2 bis 3 Jahre, während unsere Ratten in Gefangenschaft bis zu 10 Jahre alt werden können. Seit Monaten sind sie in Ausbildung. Bald wird es für die stattlichen Tiere ernst. Überall dort, wo Menschen unter Trümmern festsitzen, könnten sie mit einer Spezialausrüstung zum Einsatz kommen. So plant es die belgische Hilfsorganisation APOPO. Die arbeitet seit Jahren in Tansania an Methoden zum Aufspüren von Landminen. Dafür trainiert sie diese Spürratten. Sie sollen nun neben Minen auch Menschen finden.
Da stellt sich so mancher die Frage, wäre da ein Hund nicht besser geeignet? Dr. Donna Keen, Verhaltensforscherin bei Apopo, klärt auf. Hunde werden schon sehr lange eingesetzt und diese Methoden sind sehr effektiv, wenn es darum geht, das Auffinden von verschütteten Menschen zu beschleunigen. Aber sie alle sind auf die eine oder andere Weise in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, in das Innere von Trümmerstrukturen eingestürzte Gebäude vorzudringen. Das bedeutet, sie können nicht sehr nahe an die Stellen herankommen, an denen Menschen eingeschlossen sein könnten. Da kam die Idee mit den Ratten ins Spiel. Ratten lassen sich genauso gut trainieren wie Hunde. Sie haben einen hervorragenden Geruchssinn, sind klein und von Natur aus sehr beweglich, sodass sie sich in diesem Szenario hoffentlich sehr gut eignen, um sich in kleine Räume zu zwängen und näher an die Opfer heranzukommen. Hier im nachgebauten Katastrophengebiet werden die Ratten darauf abgerichtet, Menschen zu orten. Helfen soll ihnen dabei das Hightech-Equipment am Rücken. Im Moment enthält der Rucksack also nur die Technologie, die uns hilft, mit der Ratte zu arbeiten und die Menschen zu finden. Die Technologie wird eine Videokamera und eine Zwei-Weg-Audioanlage erhalten, sodass wir durch die Ratte mit den Menschen sprechen können. In Zukunft möchten die Forscher den Nagern beibringen, einen Schalter zu betätigen, sobald sie ein Opfer gefunden haben. Bei den Tests haben es die kleinen Tierchen geschafft, die Vermissten zu finden, ihnen zu nähern und auch den Schalter zu drücken. Der Trainer löst dann aus der Ferne ein Piepsignal aus. Darauf freuen sich die zukünftigen Retter besonders. Denn das bedeutet Futterzeit. Ja, Mozarts Oper Die Zauberflöte aus dem Jahr 1791 enthält Magie, Drachen, royale Familien, Intrigen und Tierwesen. Ja, die Zutaten, aus denen das Fantasy-Genre gemacht ist, sind quasi alle erfüllt. Man nehme also die Opernhandlung und verbinde sie mit einer magischen Internatsgeschichte à la Harry Potter. Und dabei entsteht ein Fantasy-Spektakel fürs Kino, der Magic Flute. In seinem Regiedebüt findet Florian Siegel Mozarts berühmte Oper jetzt völlig neu. Als visuell bestechendes Fantasy-Abenteuer für alle Generationen lädt The Magic Flute, das Vermächtnis der Zauberflöte, zum Staunen und zum Mitfiebern ein. Die zeitlose Musik Mozarts erstrahlt auf der großen Leinwand dabei mit einer ganz eigenen Magie. Gedreht wurde überwiegend in Salzburg. Ja, beliebte deutsche Darsteller wie Stefan Konaske und Comedian Tedros Teddy Telebran als Internatslehrer Mr. Baumgartner wirken in dieser internationalen Produktion mit. Als ausführender Produzent garantiert nicht zuletzt Roland Emmerich, auch bekannt von Independence Day und Moonfall, für Entertainment auf spektakulärem Hollywood-Niveau. Für einen jungen Mann, der die Musik liebt, gibt es keinen besseren Ort als dieses Internat. Es lebt wahre Magie in diesen Mauern. Du hast eine schöne Stimme, sagen alle. Danke. Auf dieser Akademie benötigt man Disziplin. Wer ein Weltklasse-Sänger werden möchte, imitiert die Kunst nicht. Er verkörpert sie. Wir sind heute auf der Österreich-Premiere von The Magic Flute, das Vermächtnis der Zauberflöte. Und natürlich in Salzburg, dem Geburtsort von Wolfgang Amadeus Mozart, der vor über 230 Jahren die Oper Die Zauberflöte komponiert hat. Nun wurde sie verfilmt als Fantasy-Abenteuer, bei dem wir aus einer realen Welt durch ein Portal mit in die magische Welt der Zauberflöte genommen werden. Und ich darf darüber heute auch hier am Red Carpet mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus dem Film, mit Opernstars, die auch im Film mitwirken, sprechen und mit dem Produzenten und dem Regisseur. Wie ist die Idee zu dem Film entstanden und warum ist diese Verfilmung der Zauberflöte neu? Zunächst hatten die Produzenten die Idee und sind dann auf mich zugekommen und gemeinsam hatten wir dann so das Gefühl, es wäre jetzt so an der Zeit, eigentlich mal die Zauberflöte neu zu verfilmen. Also gerade weil es ja so ein Fantasy-Stoff ist irgendwie und Fantasy-Stoffe im Moment ja auch nicht gerade unbeliebt sind und wir wollten einfach wahnsinnig gerne ein breites Publikum erreichen und dachten,
dann ist jetzt genau der richtige Moment. Und ich glaube, das ist auch das Besondere an der, dass es eine echte Verfilmung der Zauberflöte ist. Du bist ein Prinz. Bring mir meine geliebte Tochter zurück. Also, Sie wollen, dass ich eine Prinzessin bitte? Ist das ein Problem? Es klingt auf jeden Fall sehr wichtig. Wie war es für dich, als Schauspieler Film und Oper zu vereinen? Eigentlich so ein bisschen was wie ein Lebenstraum, weil ich durch persönliche Beziehungen oder eine Beziehung, die ich mal geführt habe, 10 Jahre lang, einen sehr exklusiven Zutritt zu Oper hatte. Mich deswegen sehr mit Oper auseinandergesetzt habe und vom Theater komme, deswegen war das ganz großartig. Große Angst auch bei den Schauspielern, weil sie singen müssen, aber ebenso bei den Sängern, die dann Schauspielern müssen, war auf beiden Seiten diese Angst. Und ich glaube, das ist auch die Energie, die das zusammenbringt und weswegen es am Ende dann doch funktioniert. Ich mag das total gerne. Ich bin auch schon, seitdem ich klein bin, Fan von Filmen, wo viel gesungen wird und so, und war auch immer schon Oper-Fan. Wie die Zauberflöte, einer meiner ersten Stücke, die ich gesehen habe. Und deswegen, diese Mischung mag ich sehr gerne, weil es oft, gibt immer einen neuen Wind irgendwie, finde ich. I was really excited about the idea of the film, but also scared. I was thinking, die Idee des Films hat mich begeistert, aber auch eingeschüchtert. Ich dachte mir, darf ich das singen oder breche ich Regeln, wenn ich diese Musik singe? Werden die Leute mir böse sein für meine Interpretation? Aber was mir während der Dreharbeiten und auch durch Florians Regie klar wurde, ist, dass Mozart für jeden komponiert hat, damit sich alle daran erfreuen können. Ich spiele Tim, der kein Opernsänger ist. Er singt mit seiner eigenen, authentischen Stimme. Er entdeckt die Musik aus dem Moment heraus. Anfangs war es einschüchternd, aber während der Dreharbeiten wurde es leichter. Wir waren umgeben von großartigen Opernstars wie Sabine und Morris, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Ich habe zwar keine Opernlieder gesungen, aber mir wurde klar, dass Operngesang eine Form von Schauspiel mit der Stimme ist. Wenn einem klar wird, dass Operngesang eine Art von Storytelling ist und man die beiden Dinge verbindet, ich meine, du und alle anderen haben so großartige Arbeit geleistet, das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Definitely paid off. Ich habe komplett vergessen, dass es nur darauf ankommt, zu fühlen. Etwas wahrhaftig zu fühlen. Und es zu teilen. Wie wichtig glaubst du, ist es, junge Menschen mit klassischer Musik in Berührung zu bringen? Glaubst du, dass das essentiell ist und was können sie daraus lernen? Ich glaube, dass klassische Musik eine wichtige Basis für Musik ist, um die Struktur zu verstehen. Ich liebe klassische Musik und ich denke auch, dass es wichtig ist, unterschiedliche Musik zu hören. Auch wenn man Hip-Hop mag, kann man etwas von Mozart lernen. Hoffentlich wird dieser Film jungen Menschen zeigen, dass klassische Musik nicht unerreichbar ist, dass sie schön ist und nicht nur für alte Leute. Würdest du sagen, dass der Film dem Vermächtnis Mozarts würdig geworden ist? Ich bin sehr glücklich, dass es diesen Film gibt und dass der Name von Wolfgang Amadeus Mozart so präsent, so wichtig. Das ganze Team hat es mit komplett Respekt und Liebe dieses Thema genommen und natürlich dann eine Adaptation gemacht, dies für die ganze Familie. Also ich liebe es, dass Sie mit so eine Liebe über Mozart sprechen und mit Mozart zu tun haben, um diesen tolle Film zu machen. Ja, hohe Promidichte herrschte auch in Düsseldorf. Der Musiksender MTV hat seine Europe Music Awards vergeben und unter den internationalen Superstars war vor allem Taylor Swift die Gewinnerin des Abends. Seit 1994 wird dieser Award verliehen und erstmals seit 10 Jahren wurde er wieder in Deutschland verliehen. Ja, und mehr als 170 Länder konnten live im Fernsehen dieses Spektakel beobachten. Ja, unter den prominenten Gästen war auch die Österreicherin Viktoria Swarovski zu finden. Sie stahl am roten Teppich mit ihrem Swarovski-Kleid allen die Show. Ja, und wer noch einen MTV Music Award mit nach Hause nehmen durfte, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Taylor Swift räumt ab. Die US-Sängerin hat in diesem Jahr gleich 4 MTV Europe Music Awards eingeheimst. Damit war sie in Düsseldorf die Königin der Nacht. Swift gewann am späten Sonntagabend in den Kategorien Beste Künstlerin, Bestes Video, Bester Pop und Beste Langversion eines Videos.
Die 32-Jährige zog damit überraschend deutlich an Harry Styles vorbei, der mit 7 Nominierungen noch die Nase vorn hatte. Letztlich aber nur eine, die als bester Live-Act in eine Trophäe ummünzen konnte. Swift war für 6 Awards nominiert. Als hätte sie es gewusst, war Swift zu ihrem Triumphzug persönlich nach Deutschland gekommen. Eine der Trophäen überreichte David Hasselhoff. Auf Platz 2 landeten David Guetta und Nicki Minaj mit jeweils 2 Awards. Guetta bekam eine für die beste Zusammenarbeit mit Baby Rexha und einen in der Kategorie elektronische Musik. Minaj bekam einen für den besten Hip-Hop und in der wichtigen Kategorie für das beste Lied Super Freaky Girl. Moderiert wurde die Show von einem Duo, der britischen Sängerin Rita Ora und dem neuseeländischen Filmregisseur und Comedian Taika Waititi. Die aus Albanien stammende Ora konnte selbst einen Award mitnehmen für ihren persönlichen Stil. Als bester Schweizer Act wurde Loredana ausgezeichnet. Den Award in der Kategorie Rock gewannen die Band Muse. Sie widmeten ihre Trophäe den Menschen in der Ukraine und den Frauen im Iran, wie Sänger Matthew Bellamy verkündete. Auch die Österreicherin Viktoria Swarovski war am roten Teppich in Düsseldorf zu finden. Die Let's Dance-Moderatorin kam in einem goldenen Glitzerkleidchen aus dem Atelier Swarovski, das nicht nur ihre tollen Beine in Szene setzte, sondern dank Cutouts auch die sexy Kurven der 29-Jährigen betonten. Es ist aus den 80er Jahren aus einer Kollektion mit Karl Lagerfeld, verriet Swarovski. Ich habe es für den Anlass extra aus dem Archiv geholt. Die MTV-Show am Sonntagabend verfolgte Swarovski schließlich aus der VIP-Lounge, wie kurze Ausschnitte aus ihrer Instagram-Story bewiesen. Ja, ob sie mit so einem Kleid die nächsten Tage passend gekleidet sind, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir blicken einmal zum Wetter. Ja, Nebel, Wolken und Sonne dominieren auch das heutige Wetter am Dienstag. Es ist weiterhin sehr, sehr mild für November. Die meisten Sonnenstunden gibt's in Oberösterreich, in Salzburg und im westlichen Niederösterreich. Im Rest des Landes halten sich auch noch zähe Nebelfelder. Außerdem kann es zwischen Vorarlberg und Kärnten etwas regnen. Auch ein paar Gewitter können hier dabei sein. Die Maxi-Werte erreichen bis zu 13 Grad. Schauen wir mal auf die kommenden Tage. Ja, überwiegend trüb durch Nebel oder Wolken geht es am Mittwoch weiter. Dazu kommt von Westen her auch Regen und Schnee. Und im Osten ist es noch bis zum Abend trocken. Die Maxi-Werte erreichen dann nur mehr bis zu 9 Grad. Ja, und regnerisch und bedeckt zeigen sich dann auch die kommenden Tage. Ja, etwa am Donnerstag, da bleibt es tagsüber zwar noch trocken, aber am Abend, da muss man dann mit ersten Schauern rechnen. Ja, und am Freitag ist es dann soweit, ebenso am Samstag. Da kann es tagsüber stellenweit in manchen Bereichen Österreichs regnen. Ebenso wolkig dominiert zeigt sich das Wetter dann am Sonntag. Also da dürfte es dann spätestens auch vorbei sein mit der Sonne. Das wäre dann das klassische Novemberwetter. Übrigens fängt es jetzt auch schon zum Schneien an in höheren Gebieten. Also schauen wir mal, ob da dann für die Wintersaison genug Schnee da ist. Ja, jetzt ist ja auch so, man geht im Dunkeln aus dem Haus, man kommt im Dunkeln wieder heim. Ich sage aber immer, wir wissen es ja, es ist ja jedes Jahr so. Also wir wissen ja, was eigentlich auf uns zukommt. Eigentlich weiß man es und dann wird man trotzdem immer schockiert quasi vor den Tatsachen gestellt. Und ich hätte gesagt, wir müssen auch bald über Winterdepression sprechen, denn ganz klar. Das wird jetzt auch wahrscheinlich ein Thema bei vielen werden. Bei uns geht es jetzt aber weiter mit den aktuellsten Nachrichten des Tages und wir sehen uns gleich wieder.